أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister im Islam, in den kommenden Minuten werden wir ein wichtiges Thema mit euch bearbeiten hier in diesem schönen Moschee in Braunschweig. Und zwar das Thema, wie ihr seht, Ramadan ist eine Schule. Was ist damit gemeint? Wie kann man diese Schule mit einem guten Abschluss, mit einem guten Zeugnis, Vergabe Allahs Barmherzigkeit erreichen, seine Vergebung erreichen, sein Paradies erreichen, dass man bis zum nächsten Jahr auf diesem festen Weg bleiben kann. Darüber werden wir sprechen. Erstmal müssen wir begreifen, was ist eigentlich Ramadan? Warum hat Allah Azza wa Jalla uns diesen Monat Ramadan vorgeschrieben? Das müssen wir erstmal begreifen. Das heißt, Weisheit und Nutzen des Fastens. Und das Antwort gibt uns Allah Azza wa Jalla selber höchstpersönlich in Quran und Karim in Surat al-Baqarah 183. Allah Azza wa Jalla sagt: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lies Abdurrahman die Übersetzung laut. O die glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten. Das heißt, sehr wichtig, Allah sagt, das ist euch vorgeschrieben. Das heißt, es ist eine Bestimmung, ist Pflicht geworden. Für wen? Für jede Gläubige. Wer sind Gläubige? Die an Allah glauben, an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben und bestätigen das, was der Gesandte gebracht hat. Für sie ist jetzt Pflicht geworden, zu fasten. Weiter. So wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war. Stopp. So wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war. Das heißt, vor uns gab es Völker, die Leute der Schrift, die haben auch das Fasten gehabt. Aber Allah berichtet uns eine andere Sache noch. Was ist das? Auf das ihr gottesfürchtig werdet. Das Ergebnis vom Fasten. Das heißt, wer wirklich für Allah fastet mit Ikhlas, so wie der Prophet a.s. das Fasten verstanden hat und praktiziert hat, und wenn du das tust, so wirst du das Gottesfürchtigkeit erreichen. Das heißt, in diesem Vers hat Allah uns drei Nachrichten übermittelt, oder sogar vier, sogar fünf. Erstens, dass das Ramadan für uns Pflicht ist. Zweitens, dass vor uns die Völker gefastet haben. Drittens, aber sie haben den Sinn und Zweck nicht erreicht von denen. Weil hätten sie den Sinn und Zweck von dem Fasten erreicht, heute wären sie mit uns Muslime geworden. Sie haben das nicht erreicht. Und drittens, sagt Allah Azza wa Jalla, ihr werdet gottesfürchtig werden. Wer? Der wirklich fastet. La'allakum im Arabischen, la'alla heißt eine Hoffnung, vielleicht. Auf das ihr ist gemeint, vielleicht, dass ihr gottesfürchtig wird. Das heißt, eigentlich, er wird gottesfürchtig. Unmöglich, dass jemand fastet für Allah. Und genauso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, dass er am Ende ohne Taqwa bleibt, geht gar nicht. Er muss Muttaqi werden, er wird Muttaqi. Aber schaut, es gibt immer Leute, sie fasten, aber würden es nicht schaffen. Warum? Weil sie hatten kein Ikhlas, weil sie hatten keine Befolgen des Gesandten alayhi salatu wassalam. Deswegen wir fragen, was ist ein Muttaqi? Was bedeutet Taqwa? Taqwa müssen wir erst begreifen, was es bedeutet. Erstens, Taqwa bedeutet, das Herz zu schmücken. Deine Aufgabe ist, dein Herz zu schmücken. Schaut diesen Raum. Dieser Raum ist schön, weil es geschmückt ist. Mit Teppich, mit Lichtern, mit Holzbekleidung, verschiedene Farben, Heizung und so weiter. Deswegen, ein Raum wird erst schön, wenn es geschmückt wird. Und dein Herz muss auch geschmückt werden. Mit was? Mit Taqwa. Taqwa ist sehr wichtig. Das heißt, derjenige versucht, sich zu schützen, diesen Gottesfurcht, diese Gottesnähe, sich zu verschonen von dem Höllenfeuer, braucht er diese Taqwa, Muttaqi. Umar radiallahu anhu war auf der Wüste, in der Wüste, spazieren mit seinen Leuten und er hat einen Beduinen getroffen und der Beduine sagt zu ihm, und er weiß nicht, wer der ist, er weiß nicht, dass das der Khalife Umar ist,
Und er sagt zu ihm, ittaqillah, fürchte dich vor Allah. Und Umar lacht und freut sich. Der sagt, seine Leute fragen, wieso lachst du und wieso freust du dich? Der sagt, solange unter uns gibt es Menschen, der uns aufklärt mit Gottes Furcht, mit Taqwa, dann sind wir auf gutem Pfad. Denn ich werde aufgeklärt. Wenn du siehst, jemand macht Fehler und du klärst ihm auf und sagst, fürchte Allah, das ist eine gute Gemeinschaft. Das hat noch einen Nutzen. Deswegen sagt er, ich freue mich, dass unter uns noch Leute gibt, die uns erinnern an Gottes Furcht. Deshalb, liebe Geschwister, Taqwa bedeutet, du sollst dein Herz schmücken. Wie kann ich mein Herz schmücken? Ich brauche drei Sachen. Ich brauche Iman, Glaube, Überzeugung. Ich brauche Wissen. Und ich brauche Ihsan, diese Gutmütigkeit umzusetzen. Damit es Allah Ta'ala gefällt. Wem soll es gefallen? Allah Azza wa Jalla. Erst wenn es ihm gefällt, bist du Muttaqi. Ansonsten, du bist Diener von anderen. Deswegen, dieser Herz gehört Allah. Und du sollst Allah Azza wa Jalla einzig allein dafür dienen. Genauso wie man sein Äußeres pflegt und verschönert, damit es den Menschen gefällt. Es gibt Leute, er verschönert sein Äußerliches. Warum? Damit ihm sein Arbeitskollege im Betrieb, in der Schule, in der Umgebung ihn schön findet. Und als Muslim sind wir verpflichtet, unsere Herz zu schönern und zu pflegen, mehr als unsere Äußerliche. Was nützt unser Äußerlichem, wenn dein Herz ist eine Ruine zu Allah? Dein Herz darf zu Allah keine Ruine sein, liebe Geschwister. Warum brauchen wir Taqwa, Abdurrahman? Das ist sehr, sehr wichtig. Warum brauchen wir Taqwa? Weil Allah Azza wa Jalla antwortet das auch selber. Warum brauchen wir Taqwa? Allah Azza wa Jalla sagt in Quran al-Karim, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Gewiss der Geehrteste. Was heißt hier der Geehrteste? Der Wertvollste. Jeder hat einen Preis. Bei dir ist anders, bei ihm ist anders. Und Allah gibt auch Preis, einen Wert. Er sagt, bei mir, der Wertvollste ist wer? Von euch. Bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Ganz einfach. Das heißt, warum brauche ich Taqwa? Damit mein Wert bei Allah groß ist. Ansonsten, ich erreiche nicht seinen Preis, was er versprochen hat. Deswegen brauche ich Taqwa. Und Ramadan, die Schule Ramadan, ist der beste Weg, sagt Allah Azza wa Jalla, vorherigem Vers, was wir gelesen haben in Baqarah, dass das das beste Mittel ist, um die Gottesfürchtigkeit zu erreichen. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Das heißt, wir brauchen diese Taqwa, liebe Geschwister. Nicht, dass jetzt Ramadan zu Ende geht und wir haben diese Taqwa nicht erreicht. Diesen Wert, diesen geehrtesten Platz bei Allah nicht erreicht, ist Katastrophe.